Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch Version 1.3. Wir, der Strohfahrer, sammelt wieder Stroh. Gut, der macht weiter. Hat unser Lager weiter geklappt, die wir aufgestellt haben. Ja, wir machen jetzt noch den Silageball auf Feld Nummer 44. Wie man so sieht, ist er ganz fleißig. Schon fast alles gemäht. Und wir können hier beruhigt rüberfahren. Ohne dass wir Angst haben, dass wir was zerstören. Ja, unsere Fahrer arbeiten auch fleißig. Und wir müssen zusehen, dass wir unsere Ballen nachgesammelt kriegen. Die ersten beiden hat er Heu gemacht. Ah, klar, jetzt weiß ich auch warum. Weil zum Schluss hat er auf Feld 36 nur noch Heu gehabt. Deswegen war er auch Heu. Alles okay. Das ist nicht das Problem. Die erste Ladung geht so Richtung wer ist fertig? Ach so, hier. Das geht so zum Farmen-Vilo. Aber wie gesagt, erst zwischenlagern, weil. Na, wo ist er denn jetzt hier? Da. Fahren wir ihn gleich mal aus seinem Kurs, aus dem Schussfeld. Da werden wir alles mit einklappen wieder hinten. Vor allem hinten. Vorne nicht ganz so tragisch. Und dann bereiten wir schon mal, kommt ja gleich die nächste Ladung, nächste Wiese, hier vorne gleich, 25, dann können wir den Kurs gleich löschen. Wir werden aber jetzt hier nicht anfangen, wir machen mal eins fertig und dann machen nächste. Damit die beim Ballenpressen auch hinterherkommen. Zum einen könnte Regen bei Gras bei Regen weniger werden, was schlecht wäre, und wenn es so warm wäre, könnte es Heu werden. Wäre auch finanziell nicht vom Vorteil. Deswegen machen wir jetzt mal das Feld hier fertig mit Pressen. Und weil ein Ende abzusehen ist, beginnen wir mit Feld die beiden Wiesen hier im Prinzip links. Jeder für sich eins. Und immer einer am anderen. So. Darf man sprinten. Ja, die Ladung geht zum Hof. Das ist vorgesehen für Mischfutterfabrik. Aber dann müssen wir erst zwischenlagern. Sonst wird das keine Silage, ne? Das ist nur Gras. Obwohl es bei der Mischfutterfabrik keine Gefahr wäre, die nimmt es glaube ich nicht auf. Würde also stehen bleiben, bis es Silage wäre. Aber bei der WGH wäre das auch als Gras angenommen. Und Gras ist als bekommt man deutlich weniger Geld. Ne? Und der will schon weniger Geld haben. Ne? So, aktuell haben wir kaum noch Geld. Wir haben ein Lager gekauft für unser Stroh, dass wir ein bisschen mehr lagern können. Ich denke mal, macht Sinn. Weil unsere anderen Dinger sind ja voll. Mehr oder weniger. So, kleine Kurve. Ja, jetzt geht's langsam vorwärts hier.
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wir schauen mal, dass wir jetzt unsere Hopfen noch reinkriegen. Also heute garantiert nicht. Das Regen ist eh nicht reif. Na, haben wir heute schon Feierabend hier? Ich weiß nicht. Irgendeine spinnt immer. Ich weiß nicht genau warum. Das, ich weiß nicht, da muss ein Fehler vorliegen. Keine Ahnung. Das habe ich ständig irgendwo, dass einer der Fahrer stehen bleibt. Jetzt ist dieser Fahrer. Ich dachte, das wäre ein anderer Faktor. Gut. Ja, wir müssen mal sehen, dass wir hier bald düngen. Gedüngt ist zu 30%, das heißt, wir müssen Dünger aufbringen. Das können wir gleich machen, beziehungsweise vorbereiten. Dann nehmen wir den hier. Der ist noch gut gefüllt. Das heißt, schon mal hinfahren und bereitstellen. Dann können wir dann hier auch düngen. Dann können wir kurz gucken, was unser Mais macht, unsere Silage macht. Das ist schon ein bisschen. Ist noch Gras. Okay. Das war eigentlich klar. So. Noch 5 Stunden. 5 Stunden heißt heute Abend. Das ist gut. Wenn es alles ungefähr so gleichen Zeit ist, das war die erste Ladung, könnte man sagen, naja, morgen. Ich möchte ja auch nicht verschenken, ne? Das waren die ersten Ballen, mehr oder weniger. Das will ich ja, war die Halle schon immer hier gewesen? Ich weiß es nicht. Mir ist so aufgefallen. Ich habe die noch nie gebraucht. So, fahren wir so Feld 44 und sagen wir so, dass wir da noch Düngen kriegen, ne? Am heutigen Tag. Wenn die anderen beiden fertig sind. Oh, Blocking. Schon wieder Pause. Hat er keinen Bock. Ja, bei den Gebäuden LS21 muss man sich auch mal Gedanken machen, ne? Ob er entsprechende HD-Strukturen herbekriegt. Vielleicht gibt es auch einige da von Giants. Ich stelle mal einige zur Verfügung. Mein Kartenbau ist schon mal sehr, sehr aufwendig, ne? Umfangreich, ne? Das soll ja auch funktionieren, dann noch ein Zoom. Ich persönlich hätte die Ausdauer dafür nicht. Auch wenn ich das vielleicht könnte. Ich kann es nicht, aber ich hätte die Ausdauer nicht dazu. Aber er tut ja noch nebenbei spielen, also Let's Play machen, verschiedene Let's Plays. Und oh, das wäre von zeitmäßig, also ich meine, gut, seine Frau unterstützt ihn dabei, denn was ich alleine machen muss, hat, kann sie dann theoretisch machen, also vom Haushalt bis zur Wäsche waschen bis hin zum, ja, Mittag machen und so, ne, das ist ja, das muss ich allein machen, das ist ja so, ne? Das soll man nicht unterschätzen, Haushalt ist so viel Arbeit. Muss ich mal schauen, dass ich morgen ein bisschen was tue. Heute habe ich auch was gemacht. Einmal Wäsche und morgen mal sehen. Müsste ich mal komplett die Wohnung aufräumen.
Doch, den stellen wir hier so rechts hin. Und dann gucken wir unsere beiden faulen Säcke. Einer von den beiden will ja nicht arbeiten. Ja. Das ist komisch. Es gibt keinen Grund, nicht weiterzuarbeiten. Er kippt den Ball nicht ab. Und das steht der andere auch. Der andere fährt ja, da wird der arm, aber da hat er den Modus ja entsprechend verbannt und dann fährt er ja nicht vorbei. Ist das so eingestellt? Ja, dann ist es halt so, ne? Ich will mal ganz kurz dabei bleiben und gucken. Den Bissen müssen wir noch tun, ne? Mein Gott, das sind 10.000 Liter Ball. Entschuldigung. Das ist nicht schlecht, also wenn man da so sieht. Ist ja nur eins Sauwetter, ne? Aber wiederum, wir haben auch hier in Thüringen, hier im Norden im Spiel relativ trocken gehabt. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Sieht gut aus. Mal hier mal zum Abendbrot näher machen und näher geht er weiter, ne? Mal schauen, bearbeiten, zumindest anfangen. Bearbeiten dauert ja auch entsprechend lange. Das ist ja die Originallänge, ist ja für mich im Prinzip zu viel. Weil YouTube das sowieso entsprechend runter skaliert. Macht es für mich ja keinen Sinn, dass ich das extrem viel hochlade. Also tue ich da von vornherein auf das Niveau runter skalieren, was die veröffentlichen, auf das Niveau. Ich lade ja auf 2K hoch. Das ist bisschen mehr wie HD. Aber ich mache das deswegen, weil die in dem Modus einen Codec verwenden. Dann sieht es von vornherein besser aus. Und da habe ich einen Wert von 16.000 Bits pro Sekunde oder so. Das steht schon wieder runter, steht schon wieder. Und dann müssen wir, wenn ich keine 50.000 hochlade, wird mir nicht sprengen, weil auf 16.000 müssen wir es reduzieren, ne? Also bearbeiten, zumindest ja auch in den Titelbild haben möchte. Ja, das gehört da dazu. Das macht am wenigsten Arbeit, den Text da rein zu kopieren, das ist ja nur die Folge ergänzen. Die Datei für die Abspeicher muss auch ergänzt werden. Oh, ansonsten ist der an sich kein Thema. Ich bleibe jetzt hier dabei, weil er dauernd anhält und das ist ja dann schlecht. Wir haben also Verluste dabei, wenn er nicht arbeitet. Zwei Dinge befürchte ich. Zum einen, dass Gras bei Regen weniger wird und zum anderen, wenn es warm ist, dann Heu wird. Ne? So, liebe Schauer, das soll es für heute auch gewesen sein. Ich mache die Folge heute mal genauso, ziemlich genau 15 Minuten, weil die eine Folge extrem lang war, dann muss ich ein bisschen kompensieren. Wir machen ja eh mit Gras gleich weiter. Dann sage ich hier mal Tschüss, ich bedanke mich mal fürs Reinschauen, ich bedanke mich auch fürs Abonnieren und fürs Liken. Dann sage ich mal hier, Winkel, Winkel.
los, los, ne? Lasst ihn, grüßt und ja, tschüss.